willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es nur ein kurzes, da ich euch nicht zu lange auf die Folter spannen will. Denn am Ende gibt es noch die Auflösung meiner Verlosung. Bleibt also gespannt und wir kommen jetzt zum eigentlichen Video, nämlich dem nur ein Wort-Tag. Den habt ihr vielleicht schon mal auf YouTube gesehen. Das ist eine Reihe von Fragen, die sind schon vorgegeben. Und die darf ich nur mit einem einzigen Wort beantworten. Also das wird ziemlich spontan. Nicht wundern, wenn ich ab und zu hier hingucke. Hier steht mein Laptop mit allen Fragen. Die muss ich ja ablesen. Und ich würde sagen, dann fangen wir gleich mal an. Wo ist dein Handy? Sofa. Dein Partner? Schatz. Deine Haare? Henna. Deine Mama? Lieblingsmensch. Dein Papa? Beschützer. Dein Lieblingsgegenstand? Kamera. Dein Traum von letzter Nacht? Pokémon? Dein Lieblingsgetränk? Holunderblütensirup-Wasser. Dein Traumauto? Dacia Duster. Der Raum, in dem du dich befindest? Schlafzimmer. Dein Ex? Weltenbummler. Deine Angst? Verlust. Was möchtest du in 10 Jahren sein? Glücklich. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Partner. Was bist du nicht? Einfach. Das Letzte, was du getan hast? Essen. Was trägst du? Erinnerung. Dein Lieblingsbuch. Gedankenvoll. Das Letzte, was du gegessen hast? Kräuterbaguette. Dein Leben? Jung? Deine Stimmung? Vorfreude? Deine Freunde? Liebevoll? Woran denkst du gerade? Warm. Was machst du gerade? Content? Dein Sommer? Geburtstag? Was läuft in deinem TV? Fringe. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Heute? Das letzte Mal geweint? Vorgestern. Schule. Luxus. Was hörst du gerade? Heizung. Liebste Wochenendbeschäftigung? Serien. Traumjob? Mentorin. Dein Computer? Macke. Außerhalb deines Fensters. Frühling. Bier. Sommer. Mexikanisches Essen. Lecker. Winter. Gemütlich. Religion. Toleranz. Urlaub. Familie. Auf deinem Bett. Lieblingskissen. Liebe. Grundbedürfnis. So, das war's auch schon mit dem Video. Und ich weiß, es war jetzt ziemlich kryptisch, weil ich meine Antworten natürlich nicht weiter erklären durfte, aber vielleicht könnt ihr mich trotzdem ein kleines bisschen besser kennenlernen.
Und vielleicht mache ich ja in Zukunft auch mal ein Q&A, wo ihr mir Fragen stellen könnt, worauf ich dann auch ausführlicher antworten kann. Das war es dann auch schon mit dem Hauptteil dieses Videos. Macht den Tag gerne mit. Ich werde jetzt hier keinen taggen, aber jeder von euch, der Lust hat, der einen eigenen Kanal hat, fordere ich dazu auf, das auf jeden Fall auch mal zu machen. Ich fand das jetzt echt ganz interessant und cool. Und ich würde gerne eure Videos dazu sehen. Ich weiß leider nicht, wer den Tag gestartet hat. Wenn ich denjenigen noch finde, verlinke ich ihn auf jeden Fall in der Infobox. Und ansonsten würde ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden, denn die Verlosung ist zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier gerade drehe, noch nicht vorbei. Und deshalb blende ich euch jetzt gleich meinen Film ein, wie ich dann die Lose ziehe und den Gewinner verkünde. Deshalb schon mal tschüss, abonniert mich gerne, lasst ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Eine Ewigkeit später. So, es ist nun Sonntag, das heißt, dass ich den Gewinner jetzt ziehe. Ich bin schon ziemlich gespannt, also würde ich sagen, warten wir nicht länger, sondern fangen einfach an. Und ich werde nun einen Gewinner ziehen. Und es ist Jenny Braley. Herzlichen Glückwunsch, Jenny. Ich glaube, du hast auch einen eigenen Kanal. Kontaktiere mich auf jeden Fall innerhalb der nächsten Tage. Alle meine sozialen Netzwerke sind unten verlinkt und auch meine E-Mail-Adresse. Also schreib mir auf jeden Fall irgendwo, damit du mir deine Adresse geben kannst. Und herzlichen Glückwunsch, du erhältst meinen Gewinn. An alle, die mitgemacht und nicht gewonnen haben, seid bitte nicht traurig. Ich werde in Zukunft noch ganz viele Verlosungen machen und dann habt ihr vielleicht mehr Glück. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, du freust dich, Jenny. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!